Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen auf diesem Kanal. Und zwar werden wir heute reagieren auf ein Video, warum Prime Video so schlecht ist. Ich kenne Prime Video nicht, ich bin eher der Netflix-Typ. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so guckt. Aber gucken wir mal rein. Abonniert den Channel gerne, Originalvideos unten drin. Und schaut auch gerne auf itz_tobi auf TikTok vorbei. Wir sind 11.000, fast 100. Also lasst uns mal rein starten. Kennst du das? Du weißt nicht, was du gucken willst, ja. Und suchst verzweifelt auf Netflix. Aber auch wenn es doch eigentlich so viele Geheimtipps auf der Plattform gibt, sobald du anfängst rumzuscrollen und rumzuklicken, besteht Netflix nur noch aus Weihnachtsfilmen und den räudigsten Romcoms unter der Sonne. Und irgendwann kommt dann der Punkt, an dem du denkst, okay, Kid, dann gucke ich halt auf Prime Video. Was ist so schlimm um Prime Video? Oh Gott, no! Oh Gott, no! 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 Und hier beginnt ein Albtraum ohne Gleichen. Apropos Romcom, was gibt es denn da so auf Prime? Ich hasse das. Yeah. Wenn das passiert, da ist die Welt vorbei. Wirklich, das ist so, wenn das so schlecht ist. Das kann ich schon mal gut verstehen. Okay, klick auf die Kategorie Romantik und... Ach so, geil. Pretty Little Liars Staffel 5. Und das war's. Kennt ihr schon den Martial Arts Film Brave Mädchen tun das nicht? Okay, suche ich mal nach The Office. Danke für die ganzen Filter, besonders Erscheinungsdatum letzter Monat oder letzte zwei Monate. Und jeder weiß es, nach Staffel 1 und 2 ist die logische Konsequenz 4 und dann 7. Quizfrage, wie komme ich jetzt zurück zu Prime Video? Richtig, einfach auf alle, dann auf Prime Video, dann auf alle Videos. Wie, mein Gott, kann diese Plattform so unbenutzbar sein? Wirklich todernst gemeint. Diese Frage haben wir uns schon so oft gestellt. Einer der größten Konzerne der Welt, der einem der reichsten Menschen der Welt gehört, operiert eine der größten Streaming-Plattformen überhaupt. Warum ist die Prime-Video-Benutzeroberfläche so schlecht? Und was sagt das über das Unternehmen dahinter aus? Warum ist es so schlecht? Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich kenne es nicht, aber ich kann mir jetzt schon mal ein gutes Bild davon machen. Fleabag, Marvelous Miss Maisel, The Boys, Invincible, etc. etc. Prime Video hat richtig gute, preisgekrönte Inhalte. Der Katalog der Streaming-Plattform ist riesig. Amazon gibt jedes Jahr zig Milliarden für eigene Serien und Filme aus. Letztes Jahr hat der Konzern für ca. 7,7 Milliarden Euro MGM Studios gekauft. Die bringen zum Beispiel James Bond heraus. Allein die erste Staffel der neuen Herr-der-Ringe-Serie, vor der wir übrigens panische Angst haben, diese CI-Matsche, warum sind das alles Kinder? Egal, hat rund 426 Millionen Euro gekostet. Damit ist sie mit Abstand die teuerste Serie aller Zeiten. Game of Thrones war zum traurigen Schlusspunkt der Serie gerade einmal rund 83 Millionen Euro. War trotzdem schon ein Meisterwerk und die 400 Millionen. What the fuck, Mann. Das ist schon extrem. So teuer. And are you happy with how things ended? Yeah. Best season ever! Amazon nimmt also richtig Geld in die Hand für Prime Video. Warum ist die Benutzeroberfläche dann so unfassbar schlecht? Kategorien funktionieren einfach nicht. Harry Potter und der Stein der Weisen wird als Drama eingeordnet. Auch auf der Startseite herrscht pures Chaos. Hier wird mir einfach random Sherlock Staffel 4 vorgeschlagen. Das alles Staffel 4? Hat er schon die ersten drei geguckt? Keine Fehler, die nur bei uns auftreten. All das ist seit jeher einfach Standard auf der Plattform. Auf allen Geräten. Manche Serien gehen beim Weiterschauen auch einfach irgendwo weiter. Bei The Expanse wurden wir einmal einfach in die fünfte Staffel teleportiert. Danke. Wir haben einen TechRadar-Artikel gefunden, der genau dieses Phänomen beschreibt. Vor fast 2 Jahren. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze für dieses Drama. Vorweg, hier beginnt die Spekulation. Zunächst wurde Prime Video sehr eindeutig als Ableger der Amazon-Hauptseite angelegt. Das Streaming-Angebot war ursprünglich eher ein zusätzlicher Pluspunkt, um Leute dazu zu bewegen, sich die Prime-Mitgliedschaft zu holen. Und so sind die beiden Websites weder visuell noch strukturell sauber getrennt. Noch heute funktioniert die Suche bei Prime Video wie bei der Amazon-Site selbst, als würde man nach DVDs schauen. Tatsächlich sei die gesamte Plattform laut Experten auch heute noch wie ein Webshop angelegt. Ein zentrales Stichwort sind hier Conversions. Das ist eine Metrik, die beschreibt, wie viel Prozent aller Besucher einer Website letztlich etwas kaufen. Webshops werden in Bezug auf diesen Wert optimiert. Wie Produkte... Das ist ja schon mal ziemlich kacke. Ich meine, du gehst da rein, du willst dir Filme angucken und dann musst du das auch teilweise kaufen und so. Ich weiß ja nicht. Also ich finde das nicht cool. Ich habe das auch letztens erst auf dem Fernseher gesehen oder so. Ich mag das nicht so. Also das ist echt kacke.
provoziert werden, wie die Buttons aussehen, wie einfach es ist, am Ende auszuchecken. Alles in der Hoffnung, dass mehr Besucher zu zahlenden Kunden werden. Und Prime Video scheint auf Basis dieser Philosophie aufgebaut zu sein. Überall gibt es Dinge zu kaufen. Von 14 Highlights ganz oben auf der Website drehen sich 8 um Bezahlinhalte. Scrollt man nach unten, mischen sich die Reihen mit Inhalten, die man kaufen muss, und die Prime-Inhalte. Vielleicht ist das die Strategie? Vielleicht will man gar nicht, dass Leute das riesige Angebot an Prime-Titeln wirklich erkundschaften können. Also die wollen dann eigentlich auch nur hier, dass du zahlst für die ganze Scheiße. Ich weiß nicht genau, ich meine, du zahlst dann ja sowieso schon die Mitgliedschaft und musst, Shameless, eine ziemlich geile Serie, und musst dann noch bezahlen für extra Inhalte. Das ist kacke, das ist echt scheiße. Sie sollen lieber auf der Startseite hängen bleiben, sich dort Dinge kaufen oder von Anfang an nach einem ganz präzisen, hoffentlich kostenpflichtigen Inhalt suchen. Aber irgendwie hinkt diese Theorie ein wenig. Prime könnte ja dennoch, ähnlich wie Netflix, ein sauber funktionierendes Such- und Entdecksystem haben. Dort könnte man ja trotzdem schön viele Bezahlinhalte untermischen. Es kann einfach kaum im Interesse von Amazon sein, dass die Kategorie Romantik genau einen einzigen Inhalt anzeigt und dass dieser Inhalt die 5. Staffel einer Serie ist. Bleibt eine weitere Möglichkeit. Die 5. Es juckt das Unternehmen einfach. Absolut nicht. Prime Video ist trotz der Benutzeroberfläche mit viel Abstand Platz 2 aller Streaming-Services. Mit viel Abstand. Gleichzeitig gibt Amazon zwar Abermilliarden für Inhalte aus, aber trotzdem viel weniger als die Wettbewerber. Auch heute sei die Plattform für den Konzern laut einigen Analysen deshalb eher ein Teil des Prime-Angebotes und kein echtes, eigenständiges Business. Das gesamte Geschäft von Netflix ist Netflix. Alle Abo-Services von Amazon zusammengenommen haben letztes Jahr zwar knapp 30 Milliarden Euro eingespielt, das sind trotzdem gerade einmal knapp 7% des 431 Milliarden Euro Gesamtumsatz. Denken sich so, wozu Kohle reinstecken, ich meine, die Idioten kaufen es ja so und so und wenn es doch nicht läuft, ich meine, die machen kein Minus oder so. Das ist natürlich, ja, ein Luxusproblem mit denen. Das ist des Konzerns. Zum Vergleich, fast die Hälfte dieser Summe stammt aus Verkäufen in Online-Stores, vor allem natürlich über die Hauptseite. Vielleicht läuft Prime Video auch so gut genug für seine Zwecke? Am Ende ist es ja nur ein Bonus für die Prime-Mitgliedschaft, die wiederum vor allem ein Werkzeug ist, um den riesigen Online-Shop attraktiver zu machen. Auf jeden Fall. Wenn man so gewaltig und dominant ist, wird man vielleicht auch behäbig. Vielleicht werden interne Prozesse so kompliziert, dass sich am Ende nur noch sehr wenig vorwärts bewegt. Aber wie schwierig wäre es am Ende, diese Website einfach besser aufzubauen und Inhalte vernünftig zu kategorisieren? Amazon ist ein riesengroßes Unternehmen und hätte aus anderen Sparten bestimmt Leute, die die Benutzeroberfläche kurz mal general überholen könnten. Man könnte sich ja auch einfach alles bei Netflix und Co. abschauen. Wenn man eine 500 Millionen für eine Serie rausballert, warum kümmert man sich dann nicht um all das hier? Was ist los, Jeff? Ja, was ist los, Jeff? Ich meine, das ist einfach nur eine Verarsche, oder? Ich meine, du zahlst da so viel im Monat, da fühlst du dich doch ein bisschen verarscht, oder? Wenn du dann so eine Dreckseite hast. Die Benutzeroberfläche von Prime Video ist in vielerlei Hinsicht ein Enigma. Euphoria haben sie. Immerhin wisst ihr jetzt, wenn eure Serie mal wieder in irgendeiner zufälligen Folge, in einer zufälligen Staffel weitergeht, ihr seid nicht allein. Und vor allem... Also, cheers. Cheers. Und vor allem weißt du auch, es juckt keinen Bärmassen. Die werden das nicht so schnell ändern, Leute. Es ist ziemlich lustig für die, die es nicht haben. Für die, die es benutzen, sorry an euch, Leute. Es ist sehr traurig. Was sagt ihr dazu? Seid ihr Amazon- oder Netflix-Typ? Schreibt es gerne in die Kommentare. Oder Disney Plus? Ich weiß ja nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Macht gerne das Plus. Und das, macht gerne ein Abo weg und auch gerne dann wieder rum. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns hoffentlich später auf it's_tobi auf TikTok oder auch gern auf Instagram oder morgen hier wieder. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.